Vater war ein bekannter Theaterfotograf und durch ihn bin ich nach dem Gymnasium, wenn ich nach Hause gekommen bin, gleich immer in der Dunkelkammer gelandet. Mich hat es rausgedrängt, auch in die Welt. Ich war mit 17 bereits in Südafrika, habe dort fotografiert, war mit 18 in New York. Also ich habe mitbekommen von den Menschen wie der Kiki Kogelnik, unter welchem Druck die damals gestanden sind. Wenn man das mitkriegt, freut man sich auch, dass man, wenn man die Möglichkeit hat, und ich habe sie mir genommen, sehr früh in die Welt hinaus gezogen ist. Nicht, dass man dann nicht gerne zurückkommt, sondern im Gegenteil, es ist wunderbar, ich liebe dieses Land, aber ich weiß, was in diesem Land nicht nur damals, sondern auch heute möglich ist und passiert. Und da ist dann wichtig und schön, dass man oft ins Ausland fährt. Wir zeigen Fotografien, die Horowitz zwischen 1965 und 1989 in Wien gemacht hat und legen einen besonderen Schwerpunkt auf Arbeiten, die im Zusammenhang mit dem Wiener Kulturleben entstanden sind, das besonders wichtig war für Horowitz. Horowitz wird zum Beispiel früh schon von Kiki Kogelnik eingeladen, nach New York zu kommen und mit ihr gemeinsam dort einige Tage Zeit zu verbringen und sie zu fotografieren. 12 Jahre später wird es ihm gelingen, Andy Warhol in Wien zu fotografieren, als dieser private Porträtaufträge ausführt. Horowitz ist eng befreundet auch mit Helmut Qualtinger, den er in vielen unterschiedlichen Lebenslagen festhält. Eindrucksvoll sind Horowitz-Fotografien etwa von Arnold Schwarzenegger, den er 1975 im Café Havelka fotografiert. Seine Fotografien zeichnen sich aus durch das Vertrauen, das er zu seinen Dargestellten aufbauen kann und auch die positiven Reaktionen, die diese Fotografierten ihm gegenüber wieder zutage legen. Die Fotos zeigen diese Menschen teilweise auch in skurrilen Situationen. In diese skurrilen Situationen muss man sie aber erst bringen. Man muss daher vorher eine Art Vertrauensbasis herstellen. Und dann ist es natürlich einfach, Situationen zu gestalten, einzufangen, so wie man diese Menschen vorher noch nie gesehen hat. Es sind ja alle Fotos hier schwarz-weiß und das ist bewusst so, weil für mich die Schwarz-Weiß-Fotografie wirklich wesentlich stärker im Ausdruck ist als Farbfotografie. Und in der Zeit, in der wir heute leben, wo der Selfie-Wahn durchgreift sozusagen, das ist alles in Farbe natürlich. Wenn man dann sieht, diese ausdrucksstarken Schwarz-Weiß-Fotos, ist es eine andere, eine versunkene, eine eigene Welt.